Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der weit überwiegende Teil dieses Hauses wird bei der Beschreibung der Lage übereinstimmen. Sie ist ernst. Das zeigen uns die Infektionszahlen. Ich habe mich gestern bei der Leitung der Charité noch einmal unterrichten lassen darüber, welche Entwicklungen auf den Intensivstationen zu beklagen ist. Es hilft auch nichts, dass wir uns in Deutschland nun vergleichen mit London, wo es in dieser Woche ja Öffnungsschritte bei der Gastronomie und im Handel gegeben hat. Es macht auch keinen Sinn, zu beklagen, welche Managementfehler es in den vergangenen Monaten seitens der Politik gegeben hat. Das hilft uns in dieser Situation jetzt nicht. Es muss nun schnell, wirksam und rechtssicher gehandelt werden. Wirksame Maßnahmen sind die Maskenpflicht. Eine wirksame Maßnahme ist die Begrenzung der Kontakte der Haushalte. Eine wirksame Maßnahme ist eine Teststrategie. Der Fingerzeig auf die Wirtschaft ersetzt eine solche Teststrategie indessen nicht. Angesichts der Soziodemografie der Schwererkrankten empfiehlt sich eine gesundheitliche Aufklärung auch nicht nur in der deutschen Sprache. Und vor allen Dingen müssen wir das Tempo beim Impfen erhöhen, durch den Einsatz aller Reserven, durch die zeitliche Streckung zwischen Erst- und Zweitimpfung und durch die Einbeziehung des gesamten niedergelassenen Bereichs. Schnelle, wirksame und rechtssichere Maßnahmen stehen uns zur Verfügung. Der jetzige Gesetzentwurf ist ja eine Reaktion auf das Scheitern der sogenannten Osterruhe. Es ist richtig, dass nun bundeseinheitlich gehandelt wird. Meine Fraktion hat bundeseinheitliche Wenn-Dann-Regeln bekanntlich im Dezember vorgeschlagen. Hier in diesem Gesetzentwurf gibt es allerdings nur eine nicht differenzierte Regel für das ganze Bundesgebiet. Es ist im Übrigen auch richtig, den Deutschen Bundestag zu beteiligen und nicht ausschließlich nur auf die Bund-Länder-Runde der Regierungschefinnen und Regierungschefs zu setzen. Und trotzdem nimmt es Wunder, dass es nun gar keine Beteiligung der Länder mehr geben soll. Es hätte sie ja geben können. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hatte ja sogar ein Vorziehen der Bund-Länder-Runde vorgeschlagen. Am Montag wäre sie regulär gewesen, und nun gibt es keine. Ich glaube, dass das die falschen Konsequenzen aus dem Scheitern der Osterruhe sind, Frau Bundeskanzlerin, auch im Verfahren. Im Kern dieser sogenannten Bundesnotbremse, das ging aus dem Beitrag der Bundeskanzlerin und auch der Kollegin der SPD hervor. Im Kern steht nun die Ausgangsbremse, Ausgangssperre dieser Notbremse. In der Praxis bedeutet das, dass ein geimpftes Ehepaar aufgrund eines Ausbruchs kilometerweit entfernt in einem einzelnen Betrieb daran gehindert wird, alleine nach 21 Uhr vor die Tür zu treten zum Abendspaziergang. Und in diesem einen praktischen Beispiel, diesem Lebenssachverhalt, drückt sich die ganze im Übrigen auch verfassungsrechtliche Problematik aus. Keine Unterscheidung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften, keine differenzierte Bewertung des Infektionsgeschehens, Clusterausbruch oder diffus, keine anderen Parameter, weshalb ja die Praktikerinnen und Praktiker des Landkreistages so vehement gegen diese Regelung protestiert haben. Und im Übrigen auch die sind immer gegen alles, Herr Brinkhaus. Das ist nun ein Misstrauensvotum gegenüber der kommunalen Ebene, das Sie gerade zum Ausdruck gebracht haben. Und im Übrigen auch eine umstrittene Wirksamkeit der Maßnahme. Der Wissenschaftliche Beirat der französischen Regierung hat die dort ja über zwei Monate ab 18 Uhr bestehenden Ausgangssperren wissenschaftlich evaluieren lassen, mit dem Ergebnis, dass sie eben keinen Beitrag zur Begrenzung der Infektionen geleistet haben. Und aus diesem Grund ist das, was Sie zur Ausgangssperre hier regeln wollen, hochproblematisch. Wir werden Ihnen Vorschläge machen, dieses Gesetz verfassungsfest zu machen. Sollten Sie diesen, entschuldigen Sie bitte, Herr Kollege Brinkhaus, in dieser Situation verfassungsrechtliche Bedenken anzumahnen, wie wir das tun, das sollten Sie eher schätzen. Denn Sie können kein Interesse daran haben, dass dieses Gesetz am Ende, weil Sie auf
keinen Hinweis eingehen, in Karlsruhe scheitert. Der Schaden für das Vertrauen in die Pandemiepolitik insgesamt wäre immens, wenn Sie verfassungsrechtliche Bedenken nicht ernst nehmen. Wir werden, es ist überhaupt nicht nur destruktiv, Herr Kollege Brinkhaus, die Art und Weise, wie Sie hier argumentieren, spricht eigentlich für sich. Und im Übrigen will ich sagen, dass wenn Sie auf diese Bedenken, die ja nicht nur von uns vorgetragen werden, nicht eingehen, wir uns gezwungen sehen, aus der FDP-Fraktion den Weg nach Karlsruhe im Wege von Verfassungsbeschwerden zu gehen. Diese Ausgangsbeschränkung ist im Übrigen nicht nur verfassungsrechtlich hochproblematisch. Der Kollege Lauterbach hat gestern, wie ich glaube, realistischerweise darauf hingewiesen, dass aufgrund der 100er-Inzidenz und der Art und Weise, wie diese Notbremse nun automatisch ausgelöst werden soll, an vielen Stellen über viele Wochen es zu einer Ausgangssperre kommen könnte. Und da muss man unterscheiden zwischen denjenigen, die in komfortablen Wohnverhältnissen sind. Aber was ist denn mit den Studierenden im Einzimmer-Apartment? Was ist denn mit der Familie, die ohne Balkon in der Etagenwohnung auf engerem Raum zusammenlebt? Die werden dann möglicherweise, wenn Herr Lauterbachs Prognose recht hat, über Wochen in den Räumen sein, während es draußen bereits hell ist. Und das ist ein enormer sozialer Schaden, der damit verbunden ist. Im Übrigen, Herr Kollege Brinkhaus, nehmen Sie doch bitte zur Kenntnis. Sie haben jetzt ja gestrichen in Ihrem Gesetzentwurf die Möglichkeit des testbasierten Öffnens. Der Vorsitzende des Teams Vorsicht, der bayerische Ministerpräsident, der hat am 7. April mit seinem Landeskabinett noch beschlossen, dass zwischen der 100er und 200er Inzidenz Terminshopping mit Test möglich ist. Ab der 200er Inzidenz ist dort immer noch Handel möglich nach dem Modell Click and Collect. Das sagt der Vorsitzende des Teams Vorsicht. Und verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, das könnte dafür sprechen, entweder ist es eine Frage des politischen Charakters, oder es könnte dafür sprechen, dass vom Handel ohne Kontakt tatsächlich kein Infektionsrisiko ausgeht. Ich neige der zweiten Interpretation zu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Debakel der Osterruhe darf sich nicht wiederholen. Und deshalb ist mein Appell an die Regierungsfraktionen, nehmen Sie die aus den Ländern, aus der Rechtswissenschaft, von Praktikern und auch aus dem Parlament vorgetragenen verfassungsrechtlichen Bedenken ernst. Machen Sie es sich bitte nicht so leicht wie der Kollege Brinkhaus. Zu einer Zwischenbemerkung.